183 Aussteller auf 4.700 Quadratmetern Fläche. Die 50. gasfachliche Aussprachetagung GATT hat auch in ihrem Jubiläumsjahr nicht an Anziehungskraft verloren. Zum einen, weil die GATT Informationsdrehscheibe zu technik- und innovationsbezogenen Themen ist. Zum anderen, weil sie als größte Gasfachmesse Deutschlands zu den Leitveranstaltungen der Branche gehört. Auch die Innovos Deutschland AG präsentierte sich traditionsgemäß am 25. und 26. Oktober den über 3000 Fachbesuchern mit ihrem ursprünglichen Thema Gasversorgung als klarem Schwerpunkt. Hier hat also noch nicht, sagen wir mal, die Fusion zwischen Strom und Gas so weit stattgefunden, dass die Stromthemen inzwischen die Gasthemen überlagern. Dies ist richtig immer noch eine auch ursprünglich angedachte DVGW-Veranstaltung. Also Gas und Wasser ist hier im Vordergrund. Und das ist für uns, die wir noch aus dem Gasbereich kommen, immer noch ein schönes Willkommen hier zu sein. Neben wichtigen aktuellen Informationen zur Marktlage zeichnete sich die diesjährige GATT in den Hallen des Kongresscenters Hamburg auch durch die Präsentation marktreifer technischer Innovationen aus. Also nicht alles, was irgendwie geht, dargestellt wird, sondern ganz bewusst auf die Dinge eingegangen werden, die jetzt so weit sind, vielleicht noch etwas teuer, weil die Massenproduktion fehlt, aber so weit sind, dass man sie wirklich nutzen kann. Und die kann man sich halt direkt hier vor Ort ansehen und mit den Herstellern darüber sprechen. Das ist ein oder für mich immer noch der Vorteil schlechthin. In erster Linie ist es aber der Dialog mit Fach- und Führungskräften der Branche aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland. Der Austausch von Informationen über das wachsende Produktportfolio und das immer wichtiger werdende Kooperationsbestreben angesichts aktueller Herausforderungen, was die GATT zu einer unverzichtbaren Kommunikationsplattform macht. Dann gucken wir natürlich hier, wo drückt unseren Kunden der Schuh, welche Produkte sind da, was können wir auch gemeinsam am Markt entwickeln. Wir haben ja alle, gerade in Saarland, Rheinland-Pfalz, nicht die Größenordnung, dass jeder alles selber macht. Ich glaube, wir müssen da auch mehr zusammenwachsen noch in der Region. Und da bietet es hier die Möglichkeit, vieles anzugucken, mit Kollegen zu sprechen und zu sagen, jo, das ist das eine oder andere Projekt, was wir in Zukunft gemeinsam machen wollen. Vorzeigeprojekt für den Kooperationsgedanken ist die Gründung von Neustromland. Auf Initiative der Innovos Deutschland AG werden die saarländischen Versorgungsunternehmen in Zukunft Kräfte und Kompetenz beim Ausbau der regenerativen Energien bündeln. Das ist jetzt das Thema erneuerbare Energien, aber es hat auch in anderen Bereichen, ich sage mal, Pilotcharakter. Wie können wir gemeinsam mit den Kommunen vor Ort Dinge umsetzen? Die hohe Zahl an Ausstellern und Besuchern auf der GATT zeugt auch vom neuen Selbstbewusstsein der Branche. Wenn man sich das Energiekonzept der Bundesregierung vom Oktober 2010, also vor gut einem Jahr, anguckt, spielte Gas eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Nach der Fukushima-Katastrophe und dem neuen Energiekonzept der Bundesregierung hat das Erdgas wieder eine herausragende Bedeutung gewonnen, sowohl im Bereich der Stromerzeugung, aber auch in vielen anderen Bereichen als Brückentechnologie. Wobei persönlich muss ich sagen, ist die Frage Brücke immer, wie lang ist die Brücke, wie viele Pfeiler hat die Brücke? Information, Innovationen und großes Interesse des Fachpublikums. Die Jubiläums-GATT 2011 in Hamburg hat ihre Bedeutung unter Beweis gestellt.